Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part von Sky Factory 2. So. Ja gut, ist immer noch einiges zu tun hier hinten. An Erde. Hey. F7 mal kurz drücken, ob irgendwo was spawnen könnte nach unseren Umbauarbeiten. Aha. Genau sowas meinte ich hier. Gut, aber ansonsten scheint alles okay. So, alles klar. Weiter geht's. Erde, 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 Erde. Wir brauchen Erde. Geh weg. So. Oh, jetzt sind noch ein paar Blöcke. Ich mir jetzt so auf der Karte angucke. Na kommt schon. Ich hab euch doch lieb. Und ihr habt doch einen Sinn. Naja. Sehen sie nicht so. Offensichtlich. Oh, der lässt sich aber wieder bitten da hinten. Gut, dann bleibt er halt stehen. Hat er halt Pech gehabt. Wird er erst mit der nächsten Generation geerntet. Und wenn er so weitermacht, nicht mal dann. Aha. Jetzt. Im Übrigen ist hier das Feld jetzt derzeit auch nur vorübergehend hier. Genauso wie das Wasserloch da. Das kommt alles dann später weg. Damit das hier auch wirklich dann eine Grünfläche ist. Die wir ein bisschen dekorativ gestalten werden dann. Komm. Aha. So, die Reihe nehmen wir jetzt gerade noch mit. Wir planten die Erde und dann gehen wir doch noch mal kurz rüber. Weil mir fällt gerade da was ein, was ich gerne. Na.
Ach Quatsch, ich wollte doch die Erde wieder pflanzen. Hin sie tun, da wo sie hin soll. So, bumm. So, bum, 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 bum. So, zack, zack. So, sehr schön. Das sieht doch gar nicht verkehrt aus. Doch du. Du passt dann noch nicht hin. So, das Ganze jetzt grünen. Dum, 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 dum. Ein Blümchen. So. Alles klar, weil ich möchte mal den, fällt mir mal gerade so ein, den, die Schmelze ein wenig upgraden. Hier, das Ding da. So, der Rest sind alles kleine Sachen. Also kleinere Beträge, sagen wir es mal so. Hatten wir eigentlich noch irgendwo zu. Ja, guck mal an. Da hat man sogar noch welche übrig. Die Carpenters. Hammer. Dum, 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 alles klar. Oh, da oben müssten wir dann mal kurz hin. Um Fackeln zu setzen. Mich wundert, dass da noch nichts gespawnt ist. Einmal Fackel, zweimal Fackel, dreimal Fackel. Okay. Dann können wir die wieder wegholen. Supi. Für dieses Unterfangen würde ich sagen, machen wir die Methode Cobblestone. Einschmelzen. Ich glaube, das dauert mir zu lang. Himmel, der Gott. So, jetzt wollen wir gerade gucken. Was haben wir hier noch? Wir haben noch 7 Bricks, haben wir noch. Die könnten wir schon mal platzieren. Boah, Cobblestone braucht aber lang zum Schmelzen. Hier. So geht das aber nicht hier, mein Freund. Und ich muss erstmal gerade, fällt mir gerade auf, noch ein paar. Hier, wo habe ich es denn getan? Normale Bricks da rausholen dann. Weil mir noch ein paar, zwei, drei Kleinigkeiten fehlen. Gut, den Basin haben wir. Das wäre ein Block, also 4 davon.
Noch einen halben haben wir da drin. Das reicht noch nicht ganz. Und ich muss hier den ganzen Krempel mal eben rausholen. Ganz einfach aus dem Grunde, dass mir, weil ich muss den gleich mal kurz aufbrechen, um ein bisschen umzugestalten. Und damit ich nicht hier die Materialien verliere. So, das Scherzeug packen wir mal nach oben. So. Ach, fehlt jetzt schon. Also, toll. Ja, gut. Brechen wir nochmal kaputt. So. Und holen hier raus, was noch rauszuholen ist. Wie viel haben wir jetzt hier? Ein Block und 36. Okay, also aus 9 Steinen wird ein Block und ein Brick. Naja, ist nicht die beste Ausbeute im Endeffekt, aber naja, ist immer noch einfacher als da jetzt sich Gravel zu Gravel Sand und so zu machen. Flamme hier noch, jetzt kommt noch 6 Ingots davon. Und dann haben wir das auch raus. Okay, wir sind schon hier dran. Okay, holen wir das jetzt auch noch raus. Das sind dann nochmal 5 Bricks. So, und dann können wir nämlich jetzt, ohne große Sorge haben zu müssen, glaube ich, auseinanderbrechen. Oder? Wie viel fehlt uns noch hier? 1, 2, 3, 4. Wir kriegen wahrscheinlich noch nicht genug raus. So, jetzt muss ich hier das Zeug mal eben rausholen. Weil ich brauche noch eine Drain. Und das. Okay. So, dich kann ich hier abreißen. Da packe ich mal die Drain drauf. Ja. Habe ich dich jetzt nicht rausgeholt? Ja. Okay. So, da kommt nämlich das Basin dann hin. Dann müssen wir doch gerade hierbei noch erstmal einschmelzen, dass wir dann noch die nötigen Blocks zusammenbekommen. Blöcke zusammenbekommen. Nee. Weißt du, was machen wir gerade anders? So. Ach. Genau das wollte ich ja eben nicht tun hier. So. Du dahin. Und du schon mal dahin. So, alles klar. Damit wir dann auch, wenn das eingeschmolzen ist, früher wir uns mal gerade ein bisschen Lava holen nochmal. Überhaupt mal gerade. Alles klar, ist genug Lava da.
Zack. Zack und zack. Alles klar. Lava haben wir genug. Immer noch den einen Brick. So, dich kann ich schon mal hier platzieren gehen. Na. Dahin. Auch schon mal hier gerade Fackeln vorübergehend drauf. Na, wie sieht's aus hier? Ja. Ach, hier die Diamanten können wir mal gerade da reinpacken. So, das Zeug kann hier rein. Das behalten wir mal. Naja, kann auch rein. Brauche ich gerade nicht. So. Okay. Na komm schon. Auch weiter. Fackel hier oben drauf und dann braucht man nur noch einen. Erstmal, dann haben wir zumindest schon mal eine zweite Lage. Wir können auch mal gerade, fällt mir auf, mal hinten in der Monsterfarm noch mal gucken, ob es hier noch irgendwas Interessantes gibt. Oh ja. Einige Lootbags. Oh wow. 16 Enderperlen inzwischen. Immerhin, immerhin. Zack, das kann weg. Oh, was haben wir hier sonst noch? Das kann weg, die können wir später einschmelzen. Okay. Weg, weg. Ja, den Rest denke ich mal können wir erstmal behalten. Ne, da haben wir wieder Gunpowder. Das brauche ich nur wirklich nicht. Daraus können wir aber zum Mampfen machen. Zack. Weil langsam geht uns eh das Brot zur Neige, also können wir auch was Neues dann machen. So, das können wir eben hier rein tun, das können wir hier rein tun. So, okay, du bist auch fertig, ne? Ja. So, aber jetzt gerade um erstmal zu testen, machen wir es so. Jetzt haben wir ja hier doppelte Menge und alles klar, das funktioniert. Das funktioniert so auch. Das heißt, dann brechen wir das hier gerade nochmal auseinander. So. Da kommst du hin, du kommst so hier hin und du dahin. So, alles klar. Basin. Dann brauchen wir da natürlich dann, um das Loch zu flicken. Damit wir da nicht irgendwann mal reinsegeln. So, und da haben wir doch schon mal ein bisschen mehr. So. Oh, die sind doch drin geblieben. Alles klar. Herr Kommissar. So, dann wollen wir gerade, will ich gerade nochmal gucken. Ja, ich glaube, wir sollten wirklich gerade mal ein paar Barrels hier. 1, 2, 3, 4. Ja, 4 Barrels. Das kann weg. Das kann weg. Die Witch Sets können weg. Den Kopf behalten wir mal. Okay, 4 Barrels brauchen wir.
Quatsch. Ich hab doch da, glaube ich, genau noch 4 Kisten drin gehabt, oder? Ah ja, perfekt. So, und sobald wir das hier aber auch haben, ist der Part auch für heute fertig. Einen noch. Weil wir sind schon wieder bei 20 Minuten. Oh mein Gott, wie die Zeit rumgeht, ey. Zumindest für mich. So, die platzieren wir mal hier so schön von oben nach unten. Und dann kommt da dieses Zeug rein. Einmal du dahin. Du kommst da rein. Knochen. Da rein. Und das Tofu-Bacon da rein. Zack, 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 zack. So, und schon ist in der Kiste auch wieder mehr Platz. So, ihr Lieben. Ich hoffe, dass der Part euch dann aber heute gefallen hat. Und dass ihr auch im nächsten Part von Sky Factory 2 wieder dabei seid. Macht's gut. Ciao, ciao.